Fallbeispiel Atlantische Regenwald-Institution. Hallo zusammen und merci vielmals, dass ihr mitmacht. Atlantic Rainforest Institution gegründet im 2005 mit vielen Biologen, Geologen, Awareness-Leuten, Surfer, NGOs in Brasilien, im Nordosten, in vier grössten Städten, in der Bahia. Der Atlantische Regenwald kennt praktisch niemand bei uns in Europa. Fast jedes Kind kennt den Amazonas. Und darum haben wir die NGO gegründet, dass auch der Atlantische Küstenregenwald das Gehör bekommt, bei uns in der Schweiz, in Europa. Das gesammelte Geld fließt zu 95% nach Brasilien. Wir haben darum keine Angestellten in der Schweiz, wir haben keine Büros, wir zahlen keine Löhne in den Hochpreisländern und können so garantieren, dass fast alles gesammelte Geld direkt dorthin geht, was gebraucht wird. Vor Ort schützen wir mal initial 70 Hektar Regenwald mit unseren Partnern, Sponsoren, Privatleuten, Firmen. Das Gebiet sehen wir online auf www.atlanticrainforest.org, der grüne Bereich. Dort fliegen Logos rum von Firmen, von Privatpersonen. Je mehr Regenwald man schützt, desto grösser ist das Logo. Man sieht darum ganz genau, wo das Geld hingeht. Vor Ort arbeiten wir auch mit Bauern zusammen, mit der lokalen Bevölkerung, mit den Schulen. Wir haben zum Beispiel vor einem Jahr den Schülern einen Skateboard-Pool gebaut. Und jetzt geht es darum hier in Europa, dass man mehr weiss über den Atlantischen Regenwald. Und jetzt kommen wir zum Zug. Weil Social Media kostet wenig Geld. Es kostet nicht gar nichts, aber es kostet wenig Geld. Man kann, glaube ich, gerade mit so einem Thema viel Aufmerksamkeit erreichen. Wir finden es dank den Medien, dank dem CO2 sehr offene Ohren momentan. Und ich glaube, die 1600-700 Facebook-Members, die Gruppe kann wachsen. Twitter tun wir fast gar nicht. LinkedIn, dort habe ich mich noch gar nicht eingeloggt, ich persönlich, keine Ahnung. Aber das sind eher ja die Leute, die bald viel, viel mehr wissen als der Gustavo selber. Und darum, ja, viel Glück, drückt die Daumen und der Atlantische Regenwald und ich, wir danken euch für jede kleinste, also kleine Massnahme.